Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, ich war jetzt 2 Monate nicht, glaube ich, vielleicht auch eineinhalb nicht so ganz aktiv. Das hatte den Grund, weil ich in Ark Online war zuerst. Ich wollte mich vorbereiten, dass ich geile Videos habe, ich eingespielt mit meinen Jungs. Ja, danach kam Jahresarbeit, musste durch. Das ist so eine Jahresarbeit, das ist bei uns auf der Schule, weil ich immer noch zur Schule gehe. So eine Sache, da musst du dich halt ein Jahr darauf vorbereiten, weil wir waren es 2 Monate oder so. Mit einer Präsentation und einem praktischen Teil. Ja, das war extrem zeitaufwendig, da habe ich über eine Woche für gesweatet. Richtig rein, da habe ich auch kaum Ark gespielt. Ist gut ausgegangen, ich habe eine schöne 1 drauf bekommen. Das macht viel meine Jahresnote aus. Und ja, dann war es so, dass erst eine 4-Wochen-Season ging. Da war aber nicht so viel Action, weil wir eine Hälfte angefangen haben. Dann kam eine 2-Wochen-Season. Die haben wir nicht so wirklich genutzt. So, irgendwas machen. Wir saßen einfach nur rum sozusagen und haben halt gemacht, was wir wollten. Dann kam jetzt am 17.06. die neue Season raus. Und wir haben richtig reingesweatet. Hier seht ihr, also in diesem Video, die ersten Anfänge und den ersten Tag. Weil nach dem ersten Tag waren wir erstmal eine Woche fast inaktiv. Weil da kam bei mir Jahresarbeit, Präsentation, da war ich 2 Tage nicht aktiv. Meine Jungs hatten Jahresarbeit. Ist dumm? Was für Jahresarbeit? Im Durchschnitt hatten meine Freunde, die mit denen ich Ark spiele, hatten Jugendweihe. Deswegen waren wir in der ersten Woche nicht so aktiv. Also ging es nicht am 17. eigentlich richtig für uns los, sondern erst eine Woche darauf. Das war, glaube ich, der 24.06. Ja, und dieses Video ist noch vom 17. Danach habe ich nicht aufgenommen mehr, weil da nichts passiert ist. Wir hatten keine Base danach die Woche, bis zum 24. haben nie was wirklich gemacht und ab dem 24. haben wir richtig reingeschaltet, nicht weil der Tag freigeschaltet wurde, wohl es auch. Aber weil da halt es richtig abging. Da konnten wir halt viel, viel mehr machen. Wir hatten Tech Tools und Tech Tools schon erfarmt. Das hat immer so einer von uns gemacht, der hat halt, wir haben halt aus dem Upload gelebt. Wer es nahe kennt, das ist, du kannst Sachen speichern für 24 Stunden. Daraus haben wir abgelebt. Wir hatten da Pump Money, immer was vorgecraftet und The Base wird immer wieder weggefatzt, weil wir halt nicht keinen Tech hatten. War die YouTube Leute. Ja. So, dann will ich euch nicht weiter langweilen. Ich rede hier schon viel zu viel. Gehen wir erstmal rein. Ich habe mir Wildes gekauft. Deswegen bin ich schon unterwegs. Meine Jungs sind noch auf einer anderen Map. Also nicht mal auf einer anderen Map. Die versuchen gerade drauf zu kommen. Die Map war noch nicht gestartet. Also geht's jetzt los. Als erstes bin ich auf Island gewesen, Node Run. Und dann ging ich rüber nach Gen 2 zu unserem Vent. Bevor ich es vergesse, an dieser Stelle kommt noch ein kleines PvP. Action mit so 2 Punch direkt auf einen drauf, der da stand wie eine 1. Erste PvP-Erlebnis an dem Tag, 10 Minuten nach Vibe. Danach sind wir in Vent gegangen, haben Faunis geplaced und haben uns den neuen Base-Spot rausgesucht, weil wir konnten nicht im Vent leben den ersten Tag. Wir wollten erstmal was produzieren, wollten eine Base aufbauen. Und da habe ich dann Faunis geplaced, Forges, die Stars, die Start-Equipment und alles sowas. I don't ever slow up, no I don't take sh**, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts, over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through,
never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but there are. Dann haben wir noch einen super High-Level Bloodstalker getamed für die kleine PvP-Action. Danach war ich bei meinen Jungs, weil also der Server voll war, die hatten keine Whitelist. War ich bei denen auf Extinction und hab das Alpha geholt, hab kleines PvP-Battle mit dem Mann gehabt. Und das seht ihr jetzt hier. Schön, waren super PvP-Battle, waren gefühlt mehr Rumgebrülle als alles andere. Always possible, if you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. Nach dem kurzen Action of Extra habe ich unsere Base gebaut, also ausgebaut. Wir haben Turrets geplaced, hatten Ultra für Multi am ersten Turrets. Ja. I don't ever slow up, no, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can take. Danach habe ich einen Reaper, also wollten wir einen Reaper tamen. Lief suboptimal, weil plötzlich zwei Reaper in der Falle waren. Und einer war nicht sus, wollte uns halt nicht sein Kind geben. Der eine war super sus, ging richtig gut. Der eine hat sich weggemacht, der andere war sus und wollte ich grabben. War ein geiles Erlebnis. Danach haben wir noch einen Stego getamed, weil wir gleich raiden wollten. Und hier seht ihr einen ultra profitablen Raid in den ersten 2 Stunden des Servers. Wir waren richtig drauf, waren nur noch zu zweit online im Discord, weil die anderen oft mussten wegen Jugendweihe, haben trotzdem die Base weggeknackt. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside.
inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. So mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I... Danach wollten wir auf Exa uns ein Baseboard claimen, weil unser Baseboard viel zu leicht zu raiden war. Wir sind rübergegangen, haben Roots geplaced, ging alles suboptimal in die Hose. Danach plötzlich steht unser Pride-Block auf Gen 2. Ja, wir werden angegriffen. Danach war halt logisch, wir hatten in einem Spot gebaut, mit Gen 2 Red Hole, das alles leicht zu raiden. Es ist einfach Clusters reingespammen, oh, bis zum geht nicht mehr. Ja, und am Ende ist noch was ganz Geiles passiert, das seht ihr hier.